Hallöchen ihr, Denale 4 und willkommen zurück bei Fallout 76 Skyline Valley, ihr Lieben. Wo es weitergeht mit der Hauptquest, die da heute weitergeht mit der Quest Die Ruhe davor und es gilt, das Dark Hollow Anwesen hier vorne zu betreten. Mama, ich war zwischenzeitlich zurückgegangen, hab den ganzen Bums verkauft, ne? Bin jetzt leer wie ein Eimer und muss jetzt erstmal die Jungs im Mädels zerlegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Voice-Files von denen, hör mal, die sind echt ziemlich, ziemlich nervig. Keine Ahnung, ob es nur mir so geht. Aber irgendwie, I don't know. Ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. So, jetzt haben wir da vorne noch einen. Oder rein haben wir. Sehr schön. Und kurz für Level Up, ne? Okay, dann schauen wir doch mal, was die Sache ist. Ah, sieht schön aus auf jeden Fall. Erkunde das Anwesen. Ich finde es krass, dass sie einen direkt hier bemerken, ne? Dass sie direkt irgendwie schleichenmäßig. Oh, Alter, da sind aber viele. Das sind sehr viele. Alter Finne? Wer bist du? Alter, der rotzt ja gut rein. Warte mal. Bada boom, bada bam. Alter Film, verlorenen Champion. Okay. Ganz entspannt. Ganz easy. Ganz in aller Ruhe. Ich hasse das. Das riecht nicht gut. Okay, jetzt waren es noch zwei Stück. Okay. Easy. Oh ja. Pulsgranate, wir nehmen alles mal mit hier. Außer den Scheiß, den lassen wir hier. Ich weiß gar nicht, habe ich für die Handmade alle. Upgrades. Okay, wir nehmen sie mal mit. So. Okay, finde den Eingang zu Vaults 63. Schauen wir mal, wo der ist. Kleiner Bilderrahmen. Da geht's durch, da geht's hoch, da hinten. Das sieht gut aus. Habe ich erstmal hier. Weil es ja auch nach unten geht, ne? Keep out. Geht's nicht rein?
Haben wir eine Sprechanlage? Geheimnisvoller Fremdling, bitte kommen! Hallo? Jemand Hi. Da? Ja? Liegt es an meiner Wegbeschreibung? Hallo? Jemand da? Okay, hier sind wir richtig. Ich würde allerdings ganz gerne oben da nochmal gucken wollen, bei dieser großen Tür. Ich würde sagen, da gehen wir zuerst mal hin. Da war ja hier oben noch dieses Türchen. Was aber versperrt ist, mit dem scheiß Holzbrett, ne? Ist klar. Ist logisch. Okay, kleines Geweih, Blechkanne. Hier ist sonst aber nichts mehr, ne? Hier war sonst nichts. Okay, dann gehen wir runter. Alles gleich, ne? Aber vorher immer mal gucken, ist ja wichtig, ne? So, dann lass mal hören. So. Bu. Volt hinein. Ich dagegen muss raus. Diese Tür hat einen speziellen Mechanismus. Um sie zu öffnen, muss der Zugang von beiden Seiten aus autorisiert werden. Okay. Ich bin auf dieser Seite autorisiert. Du bist auf der anderen und nicht autorisiert. Aber ich habe eine Idee. Alle Verlorenen sollten als frühere Volt-Bewohner über eine Autorisierung verfügen. Du musst dir bloß eine Hand schnappen und sie scannen. Ganz einfach. Ja, gut, ich habe aber noch ein paar Fragen, bevor ich mich hier mit irgendetwas einverstanden erkläre. Ne? Nur mal so als Absicherung. Drinnen gibt es dann jemanden, der dir nur allzu gerne jede Frage beantwortet. Versprochen. Ja, okay. Bringen wir dich zuerst rein, ja? Ja, okay. Ja, gut, dann eine Hand. Wie, warte mal, eine Hand? Ganz genau. Eine kleine Amputation postmortem und das war's. Ja, ist okay. Scan die Hand, sobald du eine hast. Mhm. Ich warte hier, versprochen. Okay. Die Zeit läuft, schnipp, schnapp. Oh, sorry. Hopp, hopp. Egal, ich muss los, aber komm wieder. Scan eine Hand. Ciao. Ciao, ja, okay, gut. Okay, beschaffe eine Hand von einer verlorenen Leiche. Ich meine, da oben liegen ja jede Menge rum. Ich hoffe, da kommen jetzt keine neuen. Sicher, sicher. Wo liegt da einer? Da liegt einer. So, verloren in Hand. Gönn dir. Ja, ah, geil. Ja, richtig. Wunderbar. Alles klar, cool, easy. Hand in Hand und ran damit. Oh, ist das eklig. Ah, klärchen. Dann betreten wir mal Vault 63. Atrium Upper Level. Genau, erstmal hier wieder Fett-Damage bekommen. Okay. Okay, sprich mit Hilda. Hilda Stolz. Oh Gott, im Himmel. Gut, da bist du. Und du gehörst nicht zu den Verlorenen. Nee. Falls doch, sag es, denn das wäre ein gewaltiger Durchbruch. Du bist ja ein Ghoul. Ein Ghoul? Findest du das nicht kindisch? Ja, ich bin ein Ghoul und du nicht verloren. Alles klar? Ja, okay. Ja, alles cool. Aber du schuldest mir echt eine Menge Erklärung. Dafür bin ich zu beschäftigt, aber... drinnen gibt es jemanden, der dir sehr gerne alle Fragen beantwortet. Na dann. Naja, ich bin Hilda. Hilda Stolz. Hi. Hi. Leite den Organiksektor und dorthin bin ich jetzt auch gerade unterwegs. Okay. Aber keine Sorge, mein Onkel Hugo wartet auf dich. Einfach den Gang runter. Im Aufseherbüro. Er ist nämlich der Aufseher. Ich habe die zweistufige Sperre deaktiviert, so kommst du leichter rein und raus. Aber wie gesagt, Onkel Hugo, den Gang runter. Bis dann. Jo, mach's gut, gell? Wir hören noch voneinander. Hilda und Hugo. Ja, mach's gut, gell? Ist lange her, dass wir hier mal ein nettes Gemeinschaftstreffen hatten. So, was gibt's denn hier alles? Guck mal, schön. Hi. Okay, da ist sonst nichts. Sag mal, Ordner. Da geht's runter, runter. Ich komm gleich, ne? Alles cool. Erstmal gucken gehen.
So viel Klinik. Bürokratie und so viele Checks, nur um mal Frischluft zu schnappen. Ich hab's echt satt. Ja, alles gut. Ich gönn mir mal, ne, und so. Weißt du, wie es um den Sturm da draußen steht? Ist stürmisch. Ist sehr stürmisch. Und ist, ja, also, ich würde nicht rausgehen. Alles cool. So, ansonsten ist hier nicht wirklich die neuen Tiere da oben. Viel los, sind ja? Sind da auch Essbare dabei? Nee, die schmecken scheiße. Wer ist das so da draußen? Windig? Security. Du weißt schon, aus der Zeit vor den Stürmen. Hoffentlich sieht schön aus hier. Bald. So, was ist mit dir los? Alles easy? In Klammern Wache? Warum hast du eine Klammer drum? Auch. Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, warum du eine Klammer und einen Namen hast. Oh Junge, ihr seht alle nicht gut aus, hör mal. Okay, wir sprechen mal mit dem Aufseher. Du hast wunderschöne Haare. So. Hier durch, hier rum, die dumm und dann lass mal quatschen. Der sieht cool aus. Willkommen. Hi. Bitte komm rein. Meine Nichte hat dich angekündigt. Achte nicht auf mein Aussehen. Ich will dir sicher nichts Böses. Aber gilt das auch für dich, Fremdling? Willst du uns etwas Böses antun? Naja, nichts Böses. Du siehst aus wie einer von diesen Verlorenen. Ach, wirklich? Ja, schon. Aber verhalte ich mich auch so? Nein. Ich denke nicht. Nee. Hm. Wo sind nur meine Manieren? Ich wollte nicht so abweisend wirken. Du bist hier höchst willkommen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wir haben schon lange mit niemandem mehr von der Oberfläche geredet. Aha, faszinierend. Höre ich da etwa einen Pip-Boy? Das ist einfach grandios. Jemand Gleichgesinntes aus einem anderen unterirdischen Paradies? Wort 76? Welch angenehme Überraschung. Ja, hi. Gut, wie kommst du darauf, dass ich aus Wort 76 bin? Oh, sei nicht albern. Du bist garantiert aus keinem Wort in der Nähe. Sei nicht so kokett. Wir beide wissen doch ganz genau, wie ich zu diesem Schluss gekommen bin. Nein, eigentlich nicht. Ich meine, ich bin durch die Gegend gestreift und hab den von der Leiche bekommen. Du beliebst zu scherzen. Nein. Oder willst du mich täuschen? Auch. So oder so erkenne ich es an deinem selbstsicheren Gebaren, dass du ausstrahlst. Bitte es was? Ist auf peinliche Weise offensichtlich. Mein Gebaren. Das ist doch zu schön, nicht wahr? Hör zu. Was auch immer meine Nichte dir vorgespielt hat, um dich herzubringen, ich denke, wir können dich für deine Mühen entlohnen. Gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze hat einen Haken. Kein Haken. Echt nicht? Eine Gelegenheit. Wie dir auf dem Weg wohl aufgefallen ist, hat unser geliebtes Shenandoah schon bessere Tage gesehen, weniger stürmische. Das ich bin dabei, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Für unseren Vault ist das aber immer noch ein Schock. Falls du bereit wärst, uns bei einigen Angelegenheiten unter die Arme zu greifen, könnte ich dich gut bezahlen. Okay. Gut, Kronkorken, das geht immer. Das mache ich mit links. Fantastisch. Das freut mich zu hören. Ja, das glaube ich. Vielleicht sollte ich mich vorstellen, um deine Zweifel zu zerstreuen. Ich bin Hugo Stolz. Hi. Aufseher von Wort 63. Ich bin Nalef. Aber auch ein Geschäftsmann aus der alten Welt mit Prinzipien. Gründer und CEO von Stolz Enterprises, geschätztes Mitglied des Vorstands von Wort Tech und globale geheimnisumwitterte Persönlichkeit. Na, Heidi, erlaube mir, dich offiziell in Wort 63 zu begrüßen als externer Consultant. Ja, yo. Das passt wunderbar. Super, danke. Ich fühle mich geehrt, hör mal. Ja, Mr. Stolz, aber ist mir eine Ehre. Oh, bitte. Nenn mich einfach Hugo. Okay, Hugo. Also, sicher hast du viele Fragen, aber ich verspreche dir, dass deine erste Aufgabe viele davon beantworten wird. Sprich mit unserem Leiter der Sicherheit, James T. Oberlin, und hol mir seinen aktuellen Lagebericht. Bevor es weitergeht, soll er dich ein bisschen durchleuchten. Sicher wird er dir währenddessen gerne erklären, in welcher Zwickmühle wir uns derzeit befinden. Ja, können wir machen, solange er wirklich Antworten für mich hat.
Dieser tolle, neugierige Enthusiasmus. Ich hatte recht mit dir. Geh ruhig los. Alles klar. Hol dir den Lagebericht von Oberlin ab. Was auch cool hier, ne? Du kommst ein paar Jahre zu spät. Ja, mal für dieser Thumbnail, Ort ne? war mal was Besonderes. Okay. Was würde Jod. Cassie tun? Dann schau mal, wir sind runter, frohen runter. Ich kann meine Waffe wegstecken, ne? Das du macht man nicht. Du kommst ein paar Jahre zu spät. Dieser Vault war mal was Besonderes. Du warst so, schon lange her, dass wir hier mal ein nettes Gemeinschaftstreffen hatten. Und irgendwo hier Hoffentlich oben. Hoffentlich meldet sich Daniel bald. So. Hey. Ich hab dich erwartet. Ja. Ich, da steht ein Ei. Oh, Dankeschön. Das war gerade nötig, hör mal. Auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Hi. Ich hab dich erwartet. Ja. Ich kann nochmal rausgehen und reinkommen. Warte mal, wir machen Als das nochmal neu. Als wäre es nicht schlimm genug, oh kommt jetzt doch noch ein Fremdling dazu. Hey. Hi. James T. Oberlin, ja. Leiter der Sicherheit, Vault 63, früher in der Army. Normalerweise würde jemand von außen mir unterstehen. Aber wie du gemerkt hast, hält Stolz nicht so viel von normal. Wie genau bist du hier bei uns gelandet, Fremdling? Noch ein Ghoul? Ich meine, wie viel gibt's denn von euch? Ich stelle hier die Fragen, Fremdling. Ja, okay. Du kannst welche stellen, sobald ich damit fertig bin. Ja, okay. Also, ja? Wie bist du hier gelandet? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, als würde ich mir ein Bein ausreißen. Und doch bist du hier gelandet. Ja. Gut, du kannst also Befehle befolgen. Ich sage spring. Ja. Du fragst, wie hoch? Nein. Naja, da mir zu dir jegliche Legitimation oder andere Informationen fehlen, solltest du mir wohl etwas über dich erzählen. Ja, kein Ding. Also, ich bin der Nalef und meine Freunde nennen mich auch Corporal Major Private Bootlicker, US Marine Corps und bin bereit zum Dienst, Hammer. Ich werde das mal als Scherz abtun und dir zu deinem Glück keine verpassen. Aber sieh dich bloß vor. Das war ein Test und du bist durchgefallen. Ja, schade. Stolz hat gesagt, dass du kommst. Vaultbewohner aus 76. Kann die Verlorenen beseitigen. Und ist ein Witzbold. Ich merke es, wenn jemand Blödsinn redet. Ich würde Stolz von dir abraten, aber er hört nicht auf mich. Nimm meinen Statusbericht und geh wieder. Wir werden bald zusammenarbeiten. Also solltest du dich zusammenreißen. Wegtreten. Es sei denn, es gibt irgendwelche dringenden Fragen. Oh, Junge, wir werden richtig Spaß haben, hör mal. Aber tatsächlich, ich habe wirklich ein paar Fragen, die ich gerne beantwortet haben möchte. Ich schätze, du solltest über unsere Lage Bescheid wissen. Okay. Was hat es mit diesem verrückten Sturm da oben auf sich? Wir verfügen über ein großes Gerät zur Wettersteuerung. Vor einigen Jahrzehnten wurde es bei einem Unfall beschädigt. Wie auch immer. Kürzlich wurde es dann durch ein Ereignis wieder aktiviert. Neben dem Sturm hatte das einige andere Effekte zur Folge. Das Gerät wieder unter Kontrolle zu bringen, hat bei uns Vorrang. Schlimmer oder besser? Okay. Um welche Art andere Effekte handelt es sich? Eine ganze Reihe. Zum Beispiel ein Erdbeben. Oder mehrere unbekannte elektromagnetische Ereignisse. Okay. Gut. Hat das Erdbeben großen Schaden angerichtet? Ja, schweren Schaden an den Bahntunneln, die zuvor die Forschungsbereiche dieses Vaults miteinander verbanden. Und der Schaden am Anwesen direkt darüber hat die strukturelle Integrität des Atriums in Mitleidenschaft gezogen. Oh ja. Am schlimmsten ist aber, dass überall in der Region Zugänge zum Vault entstanden sind. Er ist nicht mehr sicher. Okay. Aus diesem Grund gibt es jetzt mehr Verlorene an der Oberfläche, was für niemanden etwas Gutes bedeutet. Okay. Was waren diese elektromagnetischen Ereignisse? Als das Erdbeben geschah und der Sturm Gestalt annahm, gab es einen Energiestoß nördlich von hier, beim eigentlichen Eingang zum Vault. Das okay. führte wahrscheinlich dazu, dass die Sicherheitstür weggeschleudert wurde. Ja, da habe ich gesehen. Da also wirklich mega, und zwar ganz schön weit weg von hier. Interessant.
Wären dies andere Zeiten, würde ich wohl eine Waffe daraus machen. Bitte was? Ja gut. Ich habe noch andere Fragen. Also gut. Sind alle Bewohner von Vaults 36 zu Ghoulen geworden? Aufgrund der hohen Ansprüche gab es beim Bau von 63 ein paar Verzögerungen. Aus genau diesem Grund waren die Bewohner nach dem Fall der Bomben der Strahlung stark ausgesetzt. Okay. Alle von uns, die überlebten, sahen hinterher so aus. Du hast doch kein Problem mit sogenannten Ghoulen zu arbeiten, oder? Nee, du, alles entspannt, das, ich habe schon mit so viel Avocado-Gesichtern gearbeitet, hör mal, das, ich war nur neugierig, sorry. In Ordnung, sonst noch was? Wer sind die Verlorenen? Unsere alten Freunde, Familien, Nachbarn. Durch einen Unfall vor 10 Jahren wurden sie verwandelt. Es ist unumkehrbar. Wenn du darüber hinaus mehr wissen willst, musst du schon Stolz fragen. Sobald sie dich sehen, attackieren sie. Kommunikation ist unmöglich. Okay. Du solltest ohne Zögern zuerst angreifen. Gut. Wenn ich gegen diese Dinger kämpfen soll, brauche ich mehr Infos. Wir glauben, dass sie die Elektrizität aus dem Sturm nutzen können. Okay. Wissen aber nicht, wie genau sie das anstellen. Zieh lieber Gummihandschuhe an, falls du ihnen die Hand schütteln willst. Der Rest... Ja. Ist wie gesagt geheim. Okay. Alles klar. Ist Scholz auch einer, oder Scholz, vor allem Scholz, hör mal, da fehlt ihm die Augenklappe, ist Stolz auch einer dieser Verlorenen? Ja, zu einem gewissen Grad. Okay. Stolz war auch von dem Unfall betroffen, der die Verlorenen hervorbrachte. Er bewahrt jedoch seinen Verstand und kann weiter kommunizieren. Okay. Wobei Verstand bewahren ist vielleicht... Ich bitte um Verzeihung, wir sind hier nicht zum Tratschen. Ich habe deine Frage beantwortet. Ja, okay. Den Rest kann Stolz erklären. Okay. In Ordnung, was denn? Nee, eigentlich mehr Fragen habe ich nicht. Gut. Okay. Keine weiteren Fragen, Sir. Danke, Private Ma'am, Sir. Ich mach mich. So ist es schon besser. Wunderbar. Alles klar, danke. So. Weitergehen. Ja, alles klar. Die neuen Tiere da oben. Sind da auch essbar? So, melde ich bei Hugo zurück. Ein paar Jahre zu spät. Dieser Wort war mal was Besonderes. So, hin. Fang bloß nicht an, hier Sachen zu verändern. Wir haben ein System. Und reden mit ihm. Und das funktioniert, verdammt. Ah, du bist zurück. Ja. Ich habe über einiges nachgedacht. Das glaube ich. Wie, ein Moment. Also gut. Nee, doch, ich hab das. Ich dachte, du sagst noch was. Ah, ja. Bist zurück. Ja. Ich habe über einiges nachgedacht. Ja, alles klar. Dann, ich hab den Bericht. Ach, das ist gerade nicht so wichtig. Okay. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Sag, sind wir nur unsere Gehirne? Ja, so in gewisser Weise schon. Ich meine, wir beobachten und verarbeiten die Welt durch unsere Gehirne. Ja, ganz genau. Gell? Aber kratzt du damit nicht nur an der Oberfläche? Bewusstsein, Wahrnehmung, Enkodierung und die Bildung von Erinnerungen. Okay. Aus der Welt, die wir beobachten, gestalten wir ein Bild von uns und von den anderen. Wie viele Versionen von uns gibt es in den Augen der anderen? Alter, meine Fresse, bist du scheißphilosophisch. Hier ist der Bericht. Wie bitte? Der Bericht, den du haben wolltest. Oh, ich bin wohl komplett abgeschweift. So ein bisschen. Aber bitte ist okay. Verzeih mir. Kein Ding. Du erinnerst mich nur an einen alten Freund. Das höre ich oft. Ich habe ganz vergessen, dass wir uns noch gar nicht kennen. Vielleicht habe ich es noch nicht erwähnt, aber ich bin oder war blind von Geburt an. Mhm. Durch den Vorfall, der mich so zurückließ, bin ich in der Lage, die Welt zu sehen. Ah, nun, ja. Vielleicht sollte ich lieber spüren dazu sagen. Elektrische Impulse, schwingende und sich brechende Wellen, das Sanfte. Formenschaffende Summen des Lebens. Okay. Diese Welt,
teile ich mit den Verlorenen. Ich lebe so wie sie und bleibe doch ich selbst. Das ist schön. Vielleicht sogar mehr als zuvor. Doch die anderen sind verloren. Freunde, Kollegen, Familie. Als sie diese Welt erlebten, da hat ihr Verstand... Ich kann nicht erklären, was ihr Verstand wahrnimmt. So wie mir früher niemand erklären konnte, wie es ist zu sehen. Wir haben verzweifelt versucht zu erfahren, warum diese Verbindung zwischen uns permanent getrennt wurde. Yo. Naja, das Verhalten der Verlorenen lässt vermuten, dass deine Blindheit nicht alles ist. Lebst du für die Wissenschaft? Eigentlich nicht. Ganz wie Audrey und Hilda. Wir vermuten, dass meine Mutation von denen der anderen abweicht, wissen aber nicht warum. Vielleicht war es meine Nähe zu... Oh, nicht so wichtig. Ich will dich nicht zu Tode langweilen. Ja, ist schon passiert. Alles gut, wir sind mittendrin. Mit all dem will ich sagen, ja? Dass wir deine Hilfe brauchen. Wir haben viele Probleme und du bist besonders qualifiziert, um sie zu lösen. Okay. Gut, was macht mich denn so besonders qualifiziert, hör mal? Verkauf dich nicht unter Wert. Du bist nicht nur kampferfahren und weltgewandt, sondern kennst dich auch mit Worts aus. Ja. Dich erwartet eine Reihe von Herausforderungen, doch ich bin zuversichtlich, dass du ihnen gewachsen sein wirst. Ich denke auch. Ich denke auch. Okay. Gut, ich meine, wenn ihr am Blechen seid, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Wir werden zahlen. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Schritt. Alles klar. Zwei Angelegenheiten müsstest du für mich untersuchen. Ja. Dein neuer Freund Oberlin erklärt dir die eine Angelegenheit. Ja. Und ich dir gern die andere. Nimm dir einen Moment Zeit für dich selbst. Sobald du dann bereit bist, sprich mit uns beiden. Und wieder einmal kann ich vor Freude kaum an mich halten, dich bei uns an Bord zu haben. Herzlich willkommen im Team. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Ihr Lieben, sehr schön. Schauen wir mal, was bei rumkam, ihr Lieben. Quest abgeschlossen, die Ruhe davor. Gibt es irgendwas Tolles? Verbrannter Waltz 63 Anzug. Sehr schön. So viel Bürokratie und so viele Checks. Nur mal Frischluft zu schnappen. So, Quest begonnen zwischen den Zeilen und Haushälter verfügbar. Damit geht's weiter. Und was mich da erwartet, Hausputzhammer, das erfahren wir dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.